So, meine lieben Damen und Herren, hier ist wieder euer Wernblom. Erstmal wieder fett am Sutschungnaschen. Heute mal mit einem ganz anderen Genre am Start hier MW3. COD MW3. Ja, ist euch bestimmt schon bekannt. Abschuss bestätigt auf der Map Arcade, wie ihr im Hintergrund seht. Natürlich live gespielt von niemand anderem wie meinem Bruder. Sag auch mal was. Geht aller Jungs, alles fett am Start. Ja, das geht. Alles wieder am Start. Scheiße. So, ich dachte heute, wir machen heute einfach mal ganz anderes, eine ganz andere Form vom Sucuk hier. Anstatt süßes Sucuk. Na, das ist nämlich mal ein bisschen hier, ein bisschen was Leckereres, wie Smite hier. Das ist ja ein bisschen langweilig, hier die ganze Zeit Smite zu suchen. Ich dachte jetzt einfach mal, ich erzähle euch einfach mal so ein paar kleine Geschichten, was ich und mein Bruder hier so alles in unserer Zeit, wo wir noch bei Mami und Papi gelebt haben. Was haben wir da? Wo wir noch bei Mami und Papi gelebt haben. Was wir da so alles erlebt haben. Also, wo wir noch so zusammen bei Mami und Papi gelebt haben, sage ich jetzt einfach mal so. Also, zum Beispiel, also ich glaube, unsere liebste Beschäftigung war nachts heimlich COD zocken. Irgendwie so 2 Stunden, nachdem unsere Eltern ins Bett gegangen sind, haben wir uns einfach mal schön an den Fernseher gesetzt. Und MW3 gegeneinander gespielt und bei jedem kleinen Mucks sind wir aufgestanden. Muss ich mich bei deinen Zuschauern entschuldigen, weil ich so gerade so scheiße spiele, weil er nicht den Laptop von mir gesucht, weil ich verkackert voll, Alter. Das ist voll nicht meine Art, weißt du? Also wir haben das Spiel schon heftig gesuchtet. Man sieht's auch schon. Bin ich Prestige 19 Level 48, was einiges über mich aussagt, dass ich irgendwie das Spiel schon lange gespielt habe. Also eigentlich bin ich echt besser, weißt du? Ja, also er hat schon oft auch mal verloren, also so ist es ja nicht. Und ich denke auch, dass ihr in den nächsten Tagen auch mal noch ein paar Black Ops 2 Zombie oder anderes, wir können ja auch mal Splitscreen spielen, was jetzt auch nicht so, ich glaube jetzt nicht so der Renner ist, auf bei einem YouTube-Video Splitscreen zu spielen, aber ich denke, da wird vielleicht was also alleine, oder halt wir spielen Koop, also er auf seiner Xbox, ich auf meiner Xbox. Soll ich dir meine YouTube-Erfahrung, beilegen? Sollen wir die Leute auf meinen alten Kanal locken? Kriege ich mehr Abonnenten? Also, falls ihr mal seinen alten Kanal sehen wollt, der war ziemlich, ziemlich lustig. Ich hau ihn einfach mal runter in die Abo-Box. Ihr könnt euch das angucken. Lasst ein Like da. Digga, und jetzt kannst du das Video abbrechen, weil guck mal, was das Game da im Hintergrund macht. Oder? Das Internet-Connection-Fails, das Zerstörungsmann. Internet geht wieder. Wir sind hier nämlich bei unserer Oma und das Internet hier ist nicht so der Reißer, aber hier gleich mal wieder ein Kill gerissen. Und ja, jetzt nochmal wieder zurück zur Geschichte. Also auf jeden Fall, ich glaube. Ja, Host Migration, aller gut. 3 Gegner vor meinem Gesicht, jetzt bin ich dort, jetzt bin ich hier. Jungs, ich bin am Sarg. Jungs, aber ich bin am Sarg. Guck mal, da unten steht einer, da oben steht einer. Welche soll ich jetzt abknallen? Beide. Das Reflex ist da. So, also jetzt nochmal weiter zur Geschichte endlich. Jetzt mal kann ich jetzt ja, klar, dann Geschichte. Ballert er mich quer durch die Wand ab. So, also. Ich glaube, wir haben das Spiel so hart gesuchtet. Wir haben, keine Ahnung, obwohl wir das gar nicht spielen durften, wir haben uns einfach heimlich irgendwie runtergeladen, Xbox-Cards gekauft. Die sind ja ab 0, soweit ihr wisst. Haben uns einfach runtergeladen, gezockt bis zum geht nicht mehr nachts, wenn unsere Eltern gepennt haben. Und ich glaube, daher kommt auch das Prestige 19. Das ist mein Account, da hast du nichts gezockt. Ja. Du hast. Was Prestige 0, Mann? Ich spiele nicht Prestige abgegangen. Ich spiele eigentlich nur so Black Ops 2 war eigentlich so mein Einstieger-COD. Und ich glaube, da bin ich jetzt Prestige 9. Level, okay, eine Weise raus, Migration. Mein Bruder sitzt hier. Jungs, Alter, also kannst du zocken? Was geht ab, Alter? Ich glaube, so viel aus Migration in einem Video, ey, das gibt's ja gar nicht. So. Löscht das Video. Was für löscht das Video? Lass es halt drin, Alter. Dann kriegen die Leute Augenkrebs, weil ich spiele wie so ein Codenascher. Codenascher. Also. So. Ich hab vorhin den Kollegen da nochmal gemacht. Also. Weil, neue Geschichte, pass auf. Stellt euch vor, ihr sitzt einfach so gemütlich zu Hause, schaut Fernsehen, zockt. Und auf einmal schreit euch irgendein Typ aus einem komplett anderen Bundesland, wo ihr lebt, schreibt euch einfach so an: Ach Manu, du kleiner Codenascher. So, einfach so.
Und ich glaube, ich habe in den letzten Tagen mit diesem Typ mehr geschrieben, als es überhaupt geht. Der ist so lächerlich. Also, ich verstehe es nicht. Er schreibt mich einfach an. Ich kenne ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er meine Nummer hat. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Also, er sagt, er schafft 165 Kilo Beine zu trainieren. Er sagt, er sitzt... Triple Penta, Quadra Kill, Alter. Bam, Double Kill. Nice. So, jetzt haben wir ja den Kampfschubrauber. Jetzt läuft er mal hier. So, gleich mal einsetzen, nachladen und weiter geht's. Rushen wir mal ein bisschen so über die Map. Achtung, da ist ein Gegner. Warum man das Twitch-Gruppe, wenn ich jetzt sterbe, gell? Mein Payflow kriegt dann sterben hier Leute. Er will einen Payflow. Das haben wir schon mal herausgefunden. Digga, ich brauch diesen Payflow. Er campt jetzt hier so ein bisschen, er will den Payflow. Was? Ich camp. Na! Oh! Na! Oh! Lass denn! Der Hunsen, Alter! Der Hunsen! Da wär ich fast krepiert. Er meint Hunsen. Hunsen. Hurensohn meinte ich. Also, hier MW3 auf jeden Fall, kleines, starkes Spiel. Arschgeficktes Stück Hurensohn. Finde ich schon mal echt ein nices Game. Lohnt sich echt mal dafür zu zocken. Ja. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr noch so sehen wollt. COD, MW3, COD Black Ops 2. Jetzt kommt ja bald das neue Black Ops 3 raus. Ich denke, da werde ich auf jeden Fall mal hübsch den Zombie-Modus anzocken mit Penalty Pace 07. Habt ihr ja bestimmt schon aus meinen... Ah, ich habe Pay for you, Bitches. Kennt ihr bestimmt aus meinen Smite-Videos. Wir gönnen uns erstmal dann gleich, wenn es rauskommt. Sogar schon vorbestellt, Black Ops 3. Da freue ich mich auf jeden Fall richtig drauf. Ich hoffe, dass sie den Multiplayer... Ich kenne jetzt erstmal meinen Payflow, Alter. Ich hoffe, dass sie dieses Spiel nicht so verronzen werden, wie sie Ghost verronzt haben. Diese kleinen Wichser haben meinen Payflow gefühlt. Also ich finde, Ghost war ein kleiner Reinfall. Klein? Ein großer Reinfall. Klein? Und da stirbt er. Hast du irgendwas genommen, Alter? Der Reinfall, der war... Oh. Also der war schon ordentlich, der Reinfall, sagen wir es mal so. Ich kann gehen, dann hast du weniger Reinfall, glaub mir. So, also, ja. Sagt mir, also ich werde mal auf jeden Fall mal hoffen, dass es wieder irgendwelche richtig geilen Zombie-Maps gibt. Also ich habe zum Beispiel Origins richtig abgefeiert in Black Ops 2. Was habe ich noch richtig abgefeiert? Also ich fand Buried und Nuketown. Nuketown fand ich richtig cool. Das war richtig gut. Nur ich fand es ein bisschen, mich hat es ein bisschen gestört, dass die Perk-Automaten, also zum Beispiel, falls es jemand nicht kennt, also in Zombie-Modus hat man Perks wie Juggernaut, das gibt einem halt mehr Leben, damit dann hält man mehr Hits von einem Zombie aus. Und dann gibt es noch so also Fingerfertigkeit, das kennt ihr ja bestimmt von normalen CODs. Und dann gibt es noch, das sind halt Perks, also falls es nicht. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, jetzt frisst du mich. Auf jeden Fall sind die nach ein paar Runden immer vom Himmel gedroppt. Und das fand ich ein bisschen nervig, weil es hätte sein können, dass dann Juggernaut ganz am Ende kommt und man soll sich eigentlich Juggernaut ganz am Anfang oder relativ bald oder halt gleich am Anfang eigentlich kaufen. So früh wie es halt nur geht. Weil Juggernaut ist eigentlich sehr, sehr wichtig in Zombie-Modus. Und es war halt ein bisschen nervig. Aber zum Beispiel in Origins habe ich halt richtig abgefeiert, weil da war halt wirklich sehr viel. Man konnte Stäbe bauen und so. Ja. Also Stäbe wie Eisstab, Blitzstab, Feuerstab und Windstab. Und man muss halt echt viel dafür tun, um die zu bauen. Und es war echt nicht so leicht, alle Teile dafür zu bekommen. Alter, wie die geilen auf die Killstreaks, aber das ist schon nicht mehr feierlich, man. Die hocken ja da rum und... Auf jeden Fall, könnte man echt viele geile Sachen machen. Zum Beispiel auch viele Easter Eggs und so. Und ich hoffe, dass es echt wieder eingebaut wird im neuen COD. Also ich fand den Zombie-Modus von Advanced Warfare fand ich jetzt nicht so prickelnd. Scheiße. Ich hoffe, dass sie einfach bei Black Ops 3 sich so ein bisschen mal Mühe geben und auch wieder neue, richtig hübsche DLCs raushauen, weil ich habe die echt abgefeiert. Und ja, so, ihr werdet auf jeden Fall sehr viel Zombie sehen, wenn Black Ops 3 rauskommt und dann wird er... Und dann wird er... Schlöschen, Alter, Junge! Ich weiß nicht, Alter, das ist echt... Du hast echt jetzt schön geredet zu dem Kommentar, muss ich ja schon zugeben, aber hast du mal das Gameplay angeguckt, Mann? Ich spiele halt wie so eine Tonne Kartoffeln, Alter. Überleg, dass ich früher für Gameplays gemacht habe, Alter. 25, 13.
Aber wenigstens mal fast. Nimm das 71-14 von mir auf Dome, Alter. Das ist nein, das ist schon okay. Ihr werdet bald noch mehr sehen. So, Leute, haut rein. Esst immer euer Sucuk auf. Dann wird's morgen Sonic.